Internet, hier ist wieder Bacon-Zack für euch und willkommen zu meinem neuesten Unboxing. Es ist tatsächlich das erste Mal in meinem Leben gewesen, dass ein Platzhalterdatum wie der 31.12. tatsächlich gehalten wurde und ich am 31.12. wirklich noch eine Lieferung bekommen habe. Was habe ich gekriegt? Gut, ihr wisst es, weil ihr habt den Videotitel gesehen und auf das Thumbnail geklickt. Aber ich habe das hier bekommen, einen großen Karton von First Four Figures. Und da drin befindet sich ein weiterer, kleinerer Karton. Ohne Scheiß. Aber das zeigt nur, wie gut die das eingepackt haben. Und da drin ist die Majora's Mask 12-Inch PVC Painted Statue. Produktnummer 209. Ich weiß nicht, wie viele davon die jetzt wirklich produziert haben, aber ich habe hier auf jeden Fall die 209. Ihr könnt das sehen. Steht drauf. Und der Karton an sich, den finde ich schon relativ schick gestaltet, weil der ist nicht einfach nur so ein brauner Karton, nein. Der hat tatsächlich so schöne Zelda-Ornamente. Ne? Man sieht hier oben überall jeweils in den Ecken die Masken, die Deku-Maske, die Goron-Maske, die Zora-Maske und die Maske der grimmigen Gottheit. Und ich habe jetzt hier die Majora's Mask und die packe ich jetzt für euch aus. Das ist tatsächlich was zum Hinstellen. Es ist keine Maske, die ihr wirklich tragen könnt. Ich werde es natürlich trotzdem probieren. Aber eigentlich wird sie nicht so beworben. Hier wird sie mein kleines Brieföffner-Master-Schwert, das ich habe. Und werde damit diesen Karton öffnen. Ist quasi wie dafür gemacht. Die hatten schon mal, es gab schon mal eine Majora's Mask, eine sehr große Statue wirklich. Das war ein riesiges Teil. Für viel, 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 viel Geld. Und das ist es nicht. Das ist jetzt eine neuere Version. Die kam jetzt wirklich erst neu raus in 2020. Und ja, ich bin gespannt, wie das Ding aussieht. Aber die Versprechen von First Four Figures ist da eigentlich, oder die Versprechungen sind da eigentlich, dass dieses Produkt zwar kleiner ist, aber dem vorherigen in nicht viel nachstehen soll. Kommt jetzt zum Vorschein hier ein Plastikbeutel mit einem weiteren Karton. Denn das ist der eigentliche Produktkarton. Ja, komm schon. Deswegen habe ich das nämlich so hervorgehoben, weil das ist eigentlich ja nur der stinknormale Einpackkarton. Der normalerweise, ja, einfach ein grauer oder brauner Karton wäre, weil selbst der ist schön verziert. Der eigentliche Produktkarton ist jetzt der hier. Ich entferne mal die Folie davon und das Ding ist schon ziemlich nice. Ziemlich nice. Ich zeig's euch. Sieht richtig edel aus. Aber für den Preis kann man das ja wohl auch erwarten. Ja, das ist alles mit Gold entsprechend, diese Ornamente. Und der hat hier an der Seite nochmal diese goldenen Ornamente. Und das ist hier blau, ist wie so eine Schachtel, eigentlich wie so eine Hutschachtel fast. Ja. Und das ist das Ding. Und ich glaube, es wird auch ziemlich einfach zum Öffnen sein, denn ich sehe hier keine Klebesachen mehr oder so. Ein Premium-Produkt, dass das nicht alles mit Tesafilm vollgeschmiert wurde. Oh, das sieht echt super nice aus. Gott, sieht das gut aus. Ich muss euch noch mal kurz eine Nahaufnahme geben. Ich meine, guckt euch das an, wie wunderschön dieser Karton aussieht einfach. Und das merke ich jetzt eben gerade erst. Ihr habt hier an der Seite alle Masken, die es aus oder in Majora's Mask gibt, halt einmal draufgedruckt mit Gold. Und es sieht super edel aus. Und das sind nicht nur die Verwandlungsmasken. Hier zum Beispiel sind die Hasenohren oder hier ist Scarface Maske. Das sieht wirklich super nice aus. Super nice sieht das aus. Also alleine diese Schachtel ist ihr Geld fast schon wert. Würde ich einfach mal behaupten. Und jetzt wird es aber Zeit, dass ich den Karton aufmache. Und es öffnet sich auch wie eine Hutschachtel. Deswegen dauert's.
So. Die obere Schachtel ist ab. Stellen wir zur Sicherheit hier drüben hin. Und da kommt was zum Vorschein. Was ist das? Das ist tatsächlich. Das ist ein Echtheitszertifikat. Ja, ich habe quasi wie so eine Kreditkarte, wo drauf steht, dass das hier wirklich genau eine First for Figures PVC-Statue ist. Mit einer Nummer. Damit jemand, der euch das verkauft und nur ein billiges China-Plagiat hat, das nicht so einfach fälschen kann. Wobei man sagen muss, dass so ein Typ, der Aufwand darin verwendet, sowas zu fälschen, wahrscheinlich auch in der Lage wäre, einfach so eine Karte zu fälschen. Aber gut. Es ist ein nicer Touch, dass die einfach mit dabei ist. Und ich glaube, ja, genau, guck mal, warum auch immer die bei mir nicht mit drin war, die hätte eigentlich hier reingemusst. Aber sie lag daneben. Hat vielleicht jemand geschlampt, aber mein Gott, ist okay. Jetzt öffne ich hier diesen Deckel. Und, okay, das ganze Ding hier ist einfach nur, um diese Karte zu halten. Und dann haben wir nochmal einen Karton. Und jetzt kommt erst die eigentliche Maske zum Vorschein. Ne? Hier ist jetzt nochmal ein Karton. Ich stülp das über. Komm, 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 komm. Der Witz wird alt. So, wie gesagt, hier sieht man auch nochmal Nummer 0209. Das ist meine Figur, die ich hier habe. Und Nintendo Seal of Approval. Da haben wir jetzt hier endlich die Maske eingepackt im wunderschönen Butterbrotpapier. Dieses Butterbrotpapier werde ich entfernen. Und das ist das Einzige, was wirklich abreißt und was wir nicht aufheben müssen. Oh my goodness. Look at that gorgeous thing. Gott, sieht das gut aus. Alter Schwede. Ich werd sowas von versuchen, das Ding zu tragen und aufzusetzen. Aber sowas von, Alter. Alter, zieht euch das rein. Wie geil, wie wunderschön ist bitte diese Majora's Mask. Also wenn das Ding nicht gut ist, dann weiß ich nicht, was gut ist. Ich zeige euch einmal hier komplett rund den Karton, wo sich dieses Ding drin befindet. Hinten sieht man auch nochmal schön die Produktabbildungen. Es sieht Hammer aus. Es sieht Hammer aus. Fantastisch einfach. Wirklich fantastisch. Und das Ding ist, ich habe die Premium-Edition von dieser Maske. Das heißt, ich habe auch noch leuchtende Augen und dieses Podest, auf dem die Maske steht, das leuchtet auch. Und ich bin gespannt, inwiefern das jetzt wirklich leuchtet. Ich werde jetzt hier wieder... Verdammt, wo habe ich mein Masterschwert hingepackt? Ja, ich greife mal kurz darüber. So, Masterschwert. Da. Ich finde hier vorsichtig diesen Tesafilm. Weil, ihr wisst, wenn ihr euch solche teuren Figuren und Statuen und sowas kauft, hebt immer den verdammten Karton auf. Macht den nicht kaputt. Denn falls ihr sie irgendwann mal, aus welchem Grund auch immer, verkaufen wollt, kriegt ihr nur den anständigen Preis, wenn ihr auch noch den Originalkarton habt. Kriege ich den hier trotzdem nicht auf. Versuchen, den Karton nicht zu beschädigen und den einfach mit dem längeren... mit einer Schere oder einem längeren, genau, so nach oben zu drücken, weil sonst kriegt der hier oben so Knicke. Muss ich den hier rausziehen. Come to Daddy. Und was ist das? Das ist... eine extra Bonuskarte? Keine Ahnung. Ach, gucke mal. Hier ist sogar auch noch. Könnte, um es richtig in Szene zu setzen, könnte man rein theoretisch, ich habe euch gerade gesagt, ihr solltet das nicht tun, aber wer das möchte, kann das tun, könnte auch noch hier diesen Hintergrund mit rausnehmen und sich das mit aufstellen ins Regal oder wo auch immer man das hinstellen möchte. Dann hätte man dann halt auch noch entsprechend den Majora's Mask Background für die Maske selber. Ich werde das nicht machen, aber jeder, der mag, kann das natürlich tun.
Ich glaube, das ist, ja, das ist das Artwork von dem Remake, von dem 3DS Remake. Nicht vom Original Majora's Master, noch vom 3DS Remake. Soll ich mir noch den Karton gehen? Dann stecken wir da wieder rein. So, auf dem Boden damit. Und jetzt muss ich die hier aus ihrem Plastik befreien. Ich hoffe, ich mache nichts falsch. Denn gerade diese Verpackungen sind immer dafür prädestiniert, dass danach irgendwas rausfällt. Aber man muss sie halt erstmal so öffnen, weil wenn die liegen, kriegst du sie kaum raus. So, das ist oben. Oh my goodness. Die nehme ich jetzt hier. Oh. Man kann sie auch direkt an die Wand hängen. Die zeige ich sie jetzt euch, die Maske. Also wenn das nicht krass ist, dann weiß ich auch nicht. Guckt euch mal hier die Details an in der Maske, ja? Diese kleineren Furchen und Kanten, die die Maske überall hat. Das ist mega. Aber wirklich so richtig, richtig mega. Wenn die nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Und sie ist ungefähr so groß wie meine Faust. Ich kann jetzt mal versuchen, also man kann, es ist keine normale Maske, ich zeig's euch von hinten. Man kann die jetzt nicht einfach so aufsetzen, ne? Das ist es nicht. Man könnte sie hiermit an die Wand hängen. Und hier ist auch so ein Stift, den ich rausziehen muss, um die Maske entsprechend halt dann leuchten zu lassen. Aber ich kann mal gucken, wie groß, ob sie über mein Gesicht passen würde, ja? Wenn ich jetzt sagen würde, ich will die jetzt irgendwie tragen. Ich weiß nicht genau, ob es, wie sehr es passt oder wie sehr es nicht passt. Aber ich kann ja durch die Maske nicht durchsehen. Aber ich glaube, das ist schon ziemlich cool. Ich glaube, mein Gesicht ist ein bisschen zu groß dafür. Ich habe auch einen ziemlich großen Kopf, so ist es nicht. Aber nice ist es allemal. Also wirklich nice. Super, super nice. Und diese Maske. Da ist ein USB-Kabel dabei. USB zu Mini-USB. Leider kein Ladegerät. Aber es gibt ja hier noch diesen Ständer, wo man die Maske entsprechend halt drauf machen kann. Der läuft entweder mit Batterien oder mit USB, meine ich. Steht auch mal drauf, dass es bei mir die Nummer 209 ist. Und wäre es hier tatsächlich auch nicht drin im Lieferumfang. Aber so muss das sein. Ich ziehe jetzt mal hier diese Stifte raus. Und dann leuchtet es auch. Man kann einmal einen Farbenmodus machen oder man kann es durchwechseln lassen. Jetzt leuchtet es gerade so ein bisschen rötlich. Es ist jetzt natürlich sehr hell, deswegen seht ihr das nicht. Es schwenkt jetzt um ins Weiß und Blau und Grün. Ja, ich glaube, die Kamera nimmt es doch eigentlich recht gut auf. So wechselt er halt die Farben. Hier hinten ist der USB-Anschluss. Das heißt, wenn ihr so ein altes Handy-Ladegerät habt oder sowas, dann könnt ihr da mit diesem USB-Stecker das machen, dann läuft es nicht mit Batterien. Oder ihr entscheidet euch nur für eine Farbe. Ich vermute mal, ich muss warten, bis die Farbe gerade da ist und dann wahrscheinlich in diesen, wie soll man sagen, Lock-Modus gehen. Also jetzt, wenn ich sage, jetzt will ich das haben, ja, dann behält er diese Farbe jetzt. So könnte ich das auch machen. Dann hat er jetzt standardmäßig einfach immer diese Farbe drin. Es sieht sehr nice aus. Allein dieses Leuchten macht schon was her. Und dann ziehe ich jetzt nochmal den Stift hier hinten bei der Maske raus. Ne, dann hier ist auch noch so ein Schnörreck. Die Maske ist natürlich schwarz und dann fängt sich das Licht da drin nicht so gut. Aber das ist so ein Schnörreck, den ziehe ich jetzt raus. Das ist ja auch weg. Jetzt mache ich mal die Maske an. Und dann leuchtet die Maske natürlich auch, die Augen. Das seht ihr jetzt nicht ganz so gut, weil es hell ist, aber ich glaube, ich habe halt super die Lampen hier links und rechts, damit ich gut ausgeleuchtet bin. Ist vielleicht ein bisschen too much, aber ich brauche noch dimmbares Licht hier. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, ihr könnt trotzdem erkennen, wie diese Maske jetzt entsprechend leuchtet mit ihren Augen. Ne? Also genauso wie das Horror-Kit, wenn es vor Link steht und ihn bedroht, leuchten auch die Augen dieser Maske. Na, 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 na. Also
ziemlich cool, möchte ich mal behaupten. Ja, und dann kann man jetzt diese Maske entsprechend auf dieses Podest hier stellen und hakt das so ein. Ja. Kann man das mal so ein bisschen drehen. Und dann hat man hier seine Majora's Mask auf dem Podest entsprechend. Und man kann halt sagen, entweder ich möchte, dass es leuchtet oder ich möchte halt, dass es nicht leuchtet. Man kann es mit Batterien laufen lassen. Man kann es mit dem USB-Kabel laufen lassen. Und das Gute ist, tatsächlich ist das hier so ein Connector hier oben noch. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt so gut zeigt oder nicht. Aber hier oben, das hier, das ist nicht nur ein Ständer, das ist auch wirklich so eine Stromquelle, eine Stromschnittstelle. Das heißt, wenn ihr das Podest mit Strom versorgt, dann versorgt ihr gleichzeitig auch die Maske mit Strom. Das sollte man nicht unterschätzen. Weil sonst müsstet ihr ja zweimal immer das wechseln. Und so müsst ihr es tatsächlich nur einmal machen. Und ja, ich muss sagen, also ich finde die Details bei der Maske so super. Ich finde die so gut. Mir gefällt die richtig gut. Ist ihr Geld auf jeden Fall wert, behaupte ich jetzt mal. Und die wird richtig was hermachen. Die kommt natürlich zusammen mit meinem anderen Zelda-Stuff in den Regalboden da hinten, der Zelda entsprechend gewidmet ist. Und ich gebe euch jetzt noch ein paar Nahaufnahmen. Ich muss gucken, dass ich mich nicht selber zu sehr ausleuchte, beziehungsweise mir das Licht wegnehme. Ich gebe euch jetzt noch ein paar Nahaufnahmen und schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, wie ihr diese Maske findet. Seid ihr große Majora's Mask-Fan oder Zelda-Fan? Habt ihr Majora's Mask gespielt? Welches findet ihr besser, die N64-Version oder die 3DS-Version? Lasst es mich wissen, schreibt mir unten einen Kommentar. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich tschüss und hauen Sie, bauen Sie. Ha 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 ha!